In der Menschheitsgeschichte war einer der schlimmsten und traurigsten Momente der Tod unseres geliebten Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dies war eine Zeit, in der viele Probleme und Prüfungen für die Umma des Islams hervorgekommen sind. Viele wurden abtrünnig, fingen an, den Islam zu bekämpfen, vernachlässigten ihre Pflichten, wie die Zahlung der Zakat, und es tauchten falsche Propheten auf. Die engsten Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen sogar mit der Situation nicht zurecht. Ganz Medina war in Aufruhr. Umar radiallahu anh drohte jedem, der sagte, dass der Gesandte Allahs gestorben sei, zu töten. Die Muslime wussten nicht mehr, was sie machen sollten, außer einer von ihnen, der das Ruder in die Hand nahm. Dieser eine war der engste und beste Freund des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Ein Mann, der viel mit ihm erlebte und einer der ersten war, der an seine Botschaft glaubte. Dieser edle Gefährte war Abu Bakr radiallahu anh. Kurz vor dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam gab es einige Tage, an denen es ihm etwas besser ging. In dieser Zeit entschied sich Abu Bakr radiallahu anh, eine Reise anzutreten, da es so schien, als ginge es dem Propheten immer ein wenig besser. Doch wie Allah subhanahu wa ta'ala es vorherbestimmt hatte, starb der Prophet sallallahu alaihi wasallam, während Abu Bakr radiallahu anh abwesend war. Als er wiederkam, erfuhr er vom Tod seines besten Freundes und sah, wie die Muslime in Chaos verfallen waren. Abu Bakr radiallahu anh verließ sein Haus und ritt zur Moschee des Propheten. Bei der Moschee stieg er ab und trat hinein. Er sprach mit niemandem. Er ging einfach weiter, bis er das Haus des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam betrat und wendete sich sofort dorthin, wo der Leichnam des Gesandten lag. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war mit einem Mantel bedeckt. Abu Bakr deckte sein Gesicht auf, beugte sich hinunter, küsste ihn und fing an zu weinen. Dann ging er hinaus und fand Umar, während dieser zu den Menschen sprach und ihnen drohte. Er sagte: Ja, Umar, setz dich hin. Umar radiallahu anh aber weigerte sich. Die Menschen wandten sich von Umar ab und wandten sich Abu Bakr radiallahu anh zu, der sagte: Derjenige, der Muhammad anbetet, so ist Muhammad nun tot. Doch derjenige, der Allah anbetet, so ist er ewig lebend und stirbt niemals. Daraufhin rezitierte er einen Vers aus dem Koran. Und Muhammad ist nur ein Gesandter. Schon vor ihm gingen die Gesandten dahin. Und ob er stirbt oder getötet wird, werdet ihr auf euren Fersen umkehren? Und wer auf seinen Fersen umkehrt, nimmer schadet er Allah etwas. Aber Allah wird wahrlich die Dankbaren belohnen. Ibn Abbas radiallahu anh sagte über dieses Ereignis: Bei Allah, es klang, als ob die Menschen noch nie diesen Vers aus dem Koran gehört hatten, bis Abu Bakr ihn zur Erinnerung rezitierte. So begannen die Menschen ihn zu rezitieren, bis es niemanden mehr gab, der ihn nicht rezitierte. Wie schwer muss es Abu Bakr radiallahu anh gefallen sein, diese Worte auszusprechen? Anstatt wie die anderen Gefährten zu trauern, erkannte er sofort die Wichtigkeit und Notwendigkeit, die Umma zu vereinen und wieder auf den geraden Weg zu führen. Anstatt nur an sich selbst zu denken, dachte er an das Wohl der Umma. Und heute versinkt die Umma wieder in Leid und Chaos. Die Einhaltung der Gebote und Verbote nimmt ab. Die Verrichtung der Ibadah ist an einem Tiefpunkt angelangt und die Umma selbst ist gespalten und viele sind mit sich selber beschäftigt. Die Botschaft des Islams, die Vision, welche Allah den Menschen mitgibt, und die richtige Praktizierung erkennen viele Muslime nicht mehr klar. Währenddessen leiden unsere Geschwister weltweit an Hunger, Armut und fürchten um ihr Leben. Wir brauchen solche Persönlichkeiten wie Abu Bakr radiallahu anh, die alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Umma aus ihrem Leid zu befreien und sie wieder im Lichte des Islam zu vereinen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen gehören lassen, die diesen Dien wieder zu seinem alten Glanz führen und den Schleier von den Augen der Muslime entfernen, wie Abu Bakr radiallahu anh es tat. Allahumma amin.